Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Viertelfinale Hinspiele stehen an. Ja, los geht's, Man City gegen Dortmund. Viel Spaß. Manchester City gegen Borussia Dortmund, eines von vier Champions League Viertelfinale Hinspielen. Manchester City in der klaren Favoritenrolle, der BVB unter Zugzwang, denn man hat am Wochenende gegen Frankfurt vielleicht das entscheidende Duell um die Champions League in der Bundesliga verloren. Manchester City besiegte Leicester und hier hatte man auf Seiten von Manchester City auch die deutlich bessere Anfangsphase auf der Habenseite zu verzeichnen. Kevin De Bruyne bekommt zu viel Platz im 16er und hat dann kein Problem an Marvin Hitz vorbeizugehen. Die Offensive beim BVB, sie brauchte ein wenig, um sich einzufinden. Dann ist es mal Dahoud, der Haaland findet nach 28 Minuten das Ergebnis egalisiert, beziehungsweise das so wichtige Auswärtstor schon mal erzielt. Vorbei an Ederson, der Ball schlägt im kurzen Eck ein. Da kommt dann aber aus dieser Distanz Ederson nicht mehr entscheidend dran. Knapp 10 Minuten bis zum Seitenwechsel. Manchester City schon weiterhin in der spieldominanten Rolle. Der BVB aber verteidigte nun deutlich besser. Auch besser als gegen Frankfurt noch. Sodass wirklich keine großen Möglichkeiten, wenn überhaupt mal, zustande kamen. Hier ist Marvin Hitz dann aufmerksam. Gut verteidigt von Nico Schulz. Der musste sich ja auch wieder einiges anhören nach dem Eigentor gegen Eintracht Frankfurt. Teilweise sicherlich auch zu Recht, aber hier machte der linke Verteidiger wirklich einen sehr guten und stabilen Eindruck auf der Verteidigungsposition. 1:1 nach 45 Minuten, sicherlich als Teilerfolg für den BVB zu bewerten. Aber es folgt ja noch sogar hier im Hinspiel noch eine weitere Hälfte mit 45 Minuten. Sergio Aguero im Strafraum, kann sich da den Ball hin und her legen vor Bayern Mats Hummels, der ist dann zu ungestüm im Zweikampf und schenkt einen Strafstoß her. Da ist Hummels normalerweise cleverer, stellt sich besser an, das ist hier etwas unglücklich, tritt dann Aguero da ein bisschen in die Hacken. Möglichkeit für Kevin De Bruyne gegen Marvin Hitz, aber er scheitert. Kevin De Bruyne scheitert per Strafstoß. Nicht schlecht geschossen, aber nicht platziert genug. Die Höhe war gut. Marvin Hitz ist aber genau da. Ahnt das und fischt den raus mit einer sensationellen Parade. In der Folge sehr wenig Spielfluss. Nicht das Spiel Manchester Citys aufkommen lassen. Also aus Sicht des BVB eine gute Lage. Aber Standardsituation sollte man rund um den 16-Meter-Raum auf jeden Fall auch vermeiden. 21 Meter Torentfernung. Kevin De Bruyne. Diesmal macht das besser. 2:1 für City in der 88. Spielminute. Der Elfmeter nicht perfekt platziert. Das hier ist ein Gemälde. Zumindest, wenn man es nicht mit dem BVB hält, aus neutraler Sicht einfach ein fantastischer Freistoß, der diese Partie 2 Minuten vor dem Ende auch entscheidet. Das 2:1 ist verdient. Kein aussichtsloser Kampf für den BVB im Rückspiel. Ein 1:0 würde halt beispielsweise schon reichen. Der FC Bayern München ist auf dem besten Wege dahin, die nächste Meisterschaft einzufahren. Der Sieg gegen Leipzig am Wochenende hat das schon vorentschieden. Gegen PSG aber wurde es die nächste große Herausforderung. Leipzig war ja auch durchaus auf Augenhöhe. Und hier hatte man dann im 16er diesmal nicht Sabitzer oder Olmo gegen sich, sondern eben Neymar. Der macht es dann besser. 1:0 für die Gäste ganz früh in dieser Partie. Der Auswärtstreffer für die Franzosen. Der FC Bayern München musste also kommen, aber mit Rückständen gehen sie ja besonders gerne ins Spiel. Thomas Müller, der Pass nicht schlecht, aber Serge Gnabry hat diesen Gedanken zumindest nicht ganz mitgenommen. Gnabry heute in der Spitze aufgestellt, Choupo-Moting erstmal wieder nur auf der Bank.
Robert Lewandowski vertritt man nicht einfach so locker aus der Hose. Jetzt wieder PSG. Moise Kean. Das geht zu leicht. 27. Minute 0:2. Das war jetzt schon mal eine Ansage für den FC Bayern München. Sicherlich keine aussichtslose Lage, aber jetzt musste man auch mal effektiv werden. Paris hatte nicht so viele Torschüsse, aber die, die sie hatten, die verwandelten sie dann exzellent. Thomas Müller in der 45. Minute nochmal mit der Möglichkeit zum Anschluss. Navas aber macht das richtig gut. Sogar noch verdeckt dieser Schuss. Sané läuft ihm durchs Bild. Wäre kein Abseits gewesen, also auch kein passives. Wichtige Parade zum Eckstoß. Und den schauen wir uns auch noch an. Kimmich von der rechten Seite bringt den Ball gefährlich in die Mitte. Goretzka 1:2. Der wichtige Anschlusstreffer, sogar noch vor der Pause, setzt sich da gegen zwei Pariser durch. Und Navas dann aus kurzer Distanz wohl machtlos. 1:2, also nach 45 Minuten hatte der FC Bayern doch mal wieder die Möglichkeit, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Trotzdem gerne ein Unentschieden zumindest sollte es sein. PSG hat ja mit beeindruckendem Spiel den FC Barcelona quasi schon im Hinspiel ausgeschaltet. Das wollte man aus Sicht der Münchner hier unbedingt vermeiden und spielt jetzt auch wieder besser nach vorne. Knapp über eine Stunde gespielt. Sané kann sich hier aber gegen Diallo im Kopfballduell nicht durchsetzen. Paris verteidigte wirklich gut, machte nach vorne, dafür aber mittlerweile gar nichts mehr. Auch im ersten Durchgang entschieden sie sich ja eher für Gegenangriffe und Kontersituationen. Das klappte hier gar nicht mehr. Thomas Müller sieht Gnabry und das 2:2 eigentlich überfällig. Es haperte jetzt nur noch an der Chancenverwertung. Das ist aber schon ein richtig guter Abschluss, dem am Ende dann ein paar Zentimeter fehlen. 10 Minuten noch zu spielen. Das 2:2, es lag weiterhin in der Luft. Gnabry. Dieser Pass für Goretzka ist Zucker. Fahne blieb unten. Treffer hätte wohl gezählt. Und Goretzka scheitert am überragenden Navas. 2. Minute der Nachspielzeit. Im ersten Durchgang hatte man in der Nachspielzeit getroffen. Nach einem Eckstoß. Vielleicht auch jetzt in der 92. Minute. Kimmich. Kurzer Anlauf. Wieder gut reingebracht. Koman schafft es aber nicht. Noch ein weiteres Mal der Pariser Schlussmann mit der Pranke dazwischen. So blieb es beim 1:2. Bayern hatte die Chancen, das Spiel sogar komplett zu drehen. Jetzt verlieren sie. Keine aussichtslose Lage, aber besser könnte es schon sein. Jo, das soll es dann wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Glaubt ihr, Bayern gewinnt oder verliert? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und adios.